Willkommen, liebe Freunde des Übernatürlichen, in der faszinierenden Welt der Magie. Wir spielen heute, ich setz mich mal, wir spielen heute dieses Spiel. Lego Harry Potter. Und als es hier ankam, gab es natürlich erstmal ein großes Tohuwabohu in der Redaktion, weil wir uns gefragt haben, wer soll das machen? Wer darf Harry Potter, Lego Harry Potter, eine Stunde lang spielen? Und da haben wir uns überlegt, wir brauchen einen, der möglichst wenig Ahnung von Harry Potter hat, der noch keine Zeile davon gelesen hat, der vielleicht gerade mal zwei Kinofilme gesehen hat und die auch noch richtig scheiße fand und eigentlich überhaupt keinen Bock auf Harry Potter hat. Deswegen darf ich euch herzlich begrüßen zu einer Stunde mit Lego Harry Potter. Wir legen auch sofort los. Ich bin und habe alles vorbereitet. Ich ziehe natürlich die Eieruhr auf. Das passiert jetzt. Die mehr Gaming-Kompetenz hat als alle anderen Mitglieder in dieser Redaktion. Ich setze meinen kleinen Ohrstöpsel rein. Ich drücke auf Aufnahme. Und schon geht es los mit Lego Harry Potter. Natürlich fangen wir direkt ein neues Spiel an. Da war schon jemand so weit. Interessiert das nicht? Wir fangen direkt von vorne an, damit wir dieses kunterbunte Epos, ein turbulenter Spaß, bei dem das Vergnügen immer größer wird, gemeinsam erleben. Hier, den kenne ich. Das ist, ja. Dumbledore. Krass, ich bin doch Experte. So, kenne ich nicht. Geil, was geht? Ist ja gerade mit dem... hier, den kenne ich auch. Das ist dieser komische Riese. Ja. Dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber den habe ich schon mal gesehen. Oh, das ist der Baby Harry. Allerliebst. Los geht's. Nee, doch nicht. Hatte ich mir gerade die Bettpfanne hingehalten? Soll ich da reinmachen? Darf ich das Familienklo nicht benutzen? Mein Gott. Seelischer Missbrauch. In seiner bösartigsten Form. Wer sind Sie denn jetzt? Sind das seine Eltern oder was? Nee, die Eltern sind tot, ne? Ey Leute, ich habe echt null Plan von Harry Potter. Das macht Spaß. Das sind aber hier Großeltern oder Tante oder sowas. Klatsch. Passiert das original so im Film, oder was? Also sind das wirklich nachgestellte Lego-Versionen der Filmszenen? Oder ist das eine freie Interpretation? Oh, das ist ja alles ganz schrecklich. Hier prasseln gerade Informationen auf mich ein, die ich so schnell gar nicht verarbeiten kann. Okay, wohin fahren wir? Auf jeden Fall übers tosende Meer, was ich für eine brillante Idee halte. Bei Gewitter, Nacht. Ah! Ja, endlich kriege ich meine Einladung nach Hogwarts. Bin aber erstmal in London. Da wäre ich auch lieber als in Hogwarts. The Magic Begins. Cool, krass, okay. Man kann Charaktere wechseln, alles klar. Hagrid, geil. Woo! Ast rein, ey. Ich bin der Checker bei der krassen Magie. Was war das jetzt gerade? Was ist denn runtergekracht? Was ist das für ein Zauberspruch? Jetzt kann ich zwar so eine Kerze zum Schweben bringen, werde danach aber von einem brennenden Asteroiden möglicherweise erschlagen. Geil. Achso, ich habe jetzt gerade B gedrückt gehalten. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich diesen Rahmen da aufgebaut habe. Also die Bedienung... Wie nicht anders zu erwarten, ist relativ einfach und eingängig. Da sammeln wir natürlich alles auf. Hui. You need a handle to open this door. Und
jedes Gamer-Auge... Entschuldigung. Entschuldigung, was ist das denn da? Was ist denn mit dem, Entschuldigung, aber mit dem Arsch von Harry Potter los? Wie läuft der denn? Achtet mal drauf, Achtung. Oh! Schwuchtelparade. 2, 3, 4. Nein, aber das sieht aber wirklich ein bisschen komisch aus. Guck mal, was macht der denn? Egal. Vielleicht läuft er einfach so. Komm, spring, Harry, spring, spring! Ich habe jetzt die Kontrolle über. Komm, spring doch hoch, du Gurke. Genau, die Kontrolle über. Wie heißt er noch gleich? Hagrid übernommen. Und Harry Potter selbst ist automatisch hier hochgesprungen. Nach einigen Anläufen. Aber es ging ja dann doch. Alles klar, jetzt habe ich auch den Doorhandle. Cool. Und rauf damit. Klatsch! So, drehen. Ah, oh, okay, ich muss zu Hagrid schalten, weil Harry Potter selbst mit seinen schwächlichen Oberärmchen das Ding nicht drehen kann. Was ich schon mal gesagt habe, Magie ist die Antwort auf alles. Nee. Nee. Ast rein, ey. Das ist wirklich einfach. Man kommt irgendwo hin und hält B gedrückt und schon passieren die verrücktesten Dinge. Hier. Ja. Hallo. Was geht? Cool. Ah, okay, das wird ein Schild oder ein Emblem oder so. Und wenn ich viel davon habe, kriege ich vermutlich noch ein Herz oder eine höhere Magieleiste oder einen neuen Zauberspruch. Malleus Rotificorium. Habe ich mir spontan ausgedacht. Ist nicht so schwer. Geil, was ist das denn? Hier ist eine Spinne. Eine Zutat ist es. Ah, okay. Ich gehe jetzt echt mal davon aus, dass das alles wirklich original so in den Büchern und den Filmen vorkommt, oder? Also, Spinnblumen und ein Eis zusammengemixt ergibt, ganz klar. Was kriege ich? Ah, eine riesen Schleimexplosion. Okay, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Aber ich bin sicher, das hat schon seinen Sinn. Juhu! Okay, bislang sind wir gut durchgekommen, Freunde der Sonne. Aber ja, ich merke schon, die Versuchung ist echt groß, einfach überall hinzugehen und wo man es kann, diese Magie zu benutzen. Da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel wie hier. Ich habe zwei Goldmünzen bekommen, weil ich diesen Bücherstapel auf magische Weise aufgeräumt habe. Oh, hier kann ich auch was machen. Was sind das denn für Kollegen? Oh Gott, die armen ausgebeuteten Arbeitsgoblins. Es gibt sehr, sehr viel, was ich nicht verstehe. Das sind wirklich Goblins. Only Goblins can open these locks. Geil, dann hier, ich brauche einen Goblin. Willst du nicht mitkommen? Weg da. Oh, erstmal mit dem quatschen. Hallo. Der erinnert mich ein bisschen an Nosferatu. Ja, Alter, hau ihm einfach einen Koffer, ey, wenn er nicht zuhören will, auch noch frech werden. Tada! Hat der einen Schlüsselanhänger in Gestalt von Harry Potter? Ist das nicht irgendwie bizarr? Stellt euch mal vor, bei euch klingelt irgendwann so ein, wie groß ist er? 3 Meter großer Riese mit Zauberkräften, der euch sagt, dass ihr mit zu einer Zauberschule kommen sollt. Und dann seht ihr, an seinem Schlüsselbund hängt eine kleine Miniatur von euch selbst. Da geht man doch gerne mit. Nichts Verdächtiges hier. Cool. Ah, alles klar, jetzt ist meine Party also schon 3 Mitglieder stark. Jetzt habe ich den Potter Harry, Hagrid und Kollege Glatzen-Indianer hier, der... Only very strong characters can pull heavy chains. Das bin ich offenbar nicht. Das kann nur einer sein. Fürst Bart. Cool. Alles klar, jetzt bin ich hier in der Schatzkammer. Was wird mir da angezeigt? Okay, kann ich mit ihm offenbar nicht öffnen. Ich probier's mal mit dem Goblin. Er ist cool. Ich mag den Goblin. Muss ich auch sagen, es kommt da raus.
Kot. Nein, das sind braune Lego-Blöcke. Entschuldigung, das war... Mich macht's auch nachdenklich. Ja, okay, da quellen gerade so Lego-Blöcke raus. Und wir haben ja schon gelernt, wenn es nicht weitergeht, einfach mal die benutzen. Da werden sich Probleme schon lösen. Und siehe da, tada! Okay, cool. Ein lebendes Gemälde. Hallo. Ast rein, ey. Oh, jetzt hat er ein Herz auch gekriegt vor lauter Schreck. Klingling. Fett. Aber hier, ich will irgendwie noch... Geil. Ich wollte gerade sagen, ich wollte noch an den Inhalt dieser Truhe. Und siehe da, ich bin steinreich. So, los geht's. Auch wenn man das jetzt steuern könnte, das wäre geil. Der sieht echt aus wie ein Vampir, ey. Na? Okay, diese Truhe lässt sich nicht so einfach öffnen. Aber ich wünschte, man könnte die Kamera frei bewegen. Jetzt würde ich gerne mal die Kamera drehen. Das ist aber nicht möglich. Gucken wir nochmal. Oh, hoppla. Ist das so ein mechanischer Sicherheitsdrache, der verhindert, dass ich da in dieses Schloss komme? Oder wie? Naja, da wird man schwer garantiert noch hinkommen können. Kein Grund, sich deswegen Sorgen zu machen. Schön aufräumen. Okay, was passiert hier? Das räumen wir auch nochmal schnell auf. Sehr schön. Okay, ich habe mir ist noch nichts passiert, deswegen brauche ich auch das Herz nicht wirklich. Oh, diese mechanischen Türen, die sehen aber schon geil aus. Okay, ich habe 10 Minuten gespielt. Bisschen zäher Einstieg, möchte ich mal sagen. Also ja, dann räumt man das hier mal so auf und räumt das hier nochmal auf und öffnet so ein Trüchen und geht da mal lang. Aber so langsam könnte auch mal was passieren. Meiner Bescheinigung. Nein! Alter, ich bin doch runtergefallen. Das ist passiert. Mein Gott, Todesgefahren. Hier, den möchte ich irgendwie... Ja, da. Geil. Wie geht das nur? Nee. Oh, das erste krasse Rätsel. Wie kommt man da ran? Okay, so natürlich nicht. Ich dachte, man kann sich irgendwie hinter den... nein. Okay. Komme ich denn... Ja, da komme ich ran. Alles klar. Oh, ich hätte ihm jetzt aber lieber so einen richtig schönen, fetten Feuerspruch auf den Pelz gebrannt. Das wäre geiler. Na gut. Machen wir es halt auf die Lame-Ass-Tour. Boah. Alles klar. Gelb, Freunde. Das ist für mich gerade wirklich sehr, sehr bizarr. Ich verstehe das alles nicht wirklich. Was war denn das gerade? War das ein Disco-Raum, der sich da in dem Gewölbe... Ach. Und alle zaubern so hier rum, ey. Okay, was hat mir das denn jetzt gebracht? Jetzt habe ich ganz viel eingesammelt. Aber... Da wäre ich eigentlich lieber direkt hier reingegangen, wenn es hier weitergeht. Naja. Wer ist er? Haha. Boah, ich kriege jetzt meinen eigenen Zauberstab. Oh. Geil, endlich geht's ab, ey. Ich beschwöre als erstes Optimus Prime. Warum bin ich denn jetzt so pissig? Achso. Level complete. Das war sehr knapp, aber ich habe es gerade noch geschafft. Cool. Boah, ich bin ein echter Zauberer. Zumindest... zu 21%. Naja. Aber dafür habe ich viel Kohle gescheffelt. Geil. Kann ich mal noch was kaufen? Ja. 15.060.
Gold Bricks. Genau, kein, doch ein. Von 200, naja. Geht besser. Ladezeiten. Warum ich, das muss ich ganz kurz erwähnen, warum ich Harry Potter zumindest, ich wollte gerade sagen, die Kinofilme, aber eigentlich meine ich schon ganz Harry Potter so mies finde, ist eine kleine Szene, sag ich gleich, das gucken wir uns erst an. G und F, Geschlechts- und Verkehr. Coole Zwillinge, bei dem bleibe ich. Bin ich jetzt auf dem 9. Dreiviertel Gleis. Das würde ich gern machen. Also wenn ich nur die ganze Zeit Leuten abgefahrene Gegenstände auf die Köpfe zaubern könnte, wäre ich schon völlig zufrieden. Ich glaube, damit könnte ich mich stundenlang beschäftigen. Hier, ein Eisengewicht. Es wird viel gewunken in dem Spiel. Sehr kommunikativ. Okay, jetzt hier die Armee der Zaubergnome stürmt Hogwarts. Das kennst du gleich. Also die, das Setting. Ach. Yeah. Man freut sich über irgendwas. Ich freue mich einfach mal mit. Hey, cool. Cool. Oh, und ich weiß, da gibt es auch sprechende Gemälde, ne? Kenne ich von so einem anderen Spiel. Also von einem anderen Harry Potter Spiel. Geil. Ah, endlich kann ich zaubern. Astrein. Hier, brenn, brenn. Ha! Astrein, das will ich nochmal machen. Zack. Cool. Ey, dafür gab es sogar irgendwas. Ich habe jetzt angefackelt und krieg dafür... Ha, schön. Ah, okay. Okay, auf Dauer, auch öde. Was denn? Wie? Okay, ich muss die Spinnenweben auf magische Weise vernichten, weil ich sonst nicht raus kann. Arachnicus Exterminatus. Ey, komm, das hätte wirklich vorkommen können. Na, egal. Raus hier. Ein Raum folgt dem nächsten. Oh, da hinten. Ah, da ist was, das will ich haben. Ich habe einen Gryffindor-Boy freigeschaltet. Mir ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Und wie ich den einsetzen kann. Alles sehr, sehr bizarr. Hey Ian! Ian ist gerade gekommen. Hallo Ian, ich spiele Lego Harry Potter. Möchtest du vielleicht? War das gerade ein Kotzgeräusch, was du gemacht hast? Also Ian! Wir gehen da völlig unvoreingenommen ran. Alter, jetzt habe ich es gar nicht gecheckt. Jetzt hüpft da eine Truhe und versperrt mir den Weg. Oder wie soll ich das verstehen? Ja, dann gibt's nur eins. Brenn! Truhe, brenn! Kann ich ja nicht einfach rüber? Nee, kann ich nicht. Alter, ich hätte vielleicht doch auf. Ey, Ian, du hast mich abgelenkt. Na gut. Geil, geil. Tot.
jetzt bin ich gerade echt sprachlos. Okay, ich habe den mit einem Feuerstrahl leicht flambiert und dann hat ihn das Sofa gefressen und jetzt kommt er als ekliger, ungestalter Haufen Anatomie wieder raus. Willkommen bei Lego Harry Potter, liebe Eltern. Was fürs Kind? Das war gerade echt sehr seltsam. Wir haben hier alle keinen Bock auf mich. Ich zeig dir gleich mal. Tut mir leid, das ist immer meine erste Reaktion. Da! Hier kann ich auch was machen. Oh, da wachsen Blümelein. Also alles, was ich hier irgendwie interaktiv berühren kann, gibt mir Münzen. Okay. Oh, jetzt habe ich ihm die Beine weggeschossen. Was ist das denn für ein Spiel? Komm mit, schnell an der fressenden Truhe vorbei. Oh, klingt, als würde Eddie rappen, ey. Das wollte ich sagen, genau. Oh, ich muss Geistern folgen. Alles klar. Diddle-diddle-ding. Das hassen sie. Das ist das Schlafzimmer, aber hier ist noch niemals irgendwas passiert. Okay, ich folge gleich diesem Geist. Jetzt kann ich es endlich mal sagen, weshalb ich Harry Potter wirklich so unfassbar ätzend finde und weshalb wir auch niemals Freunde werden. Es gab mal eine Szene in irgendeinem Teil, war der erste oder zweite oder so, da hat irgendjemand so eine Pflanze aus der Erde gezogen, die dann unfassbar angefangen hat zu schreien. Das war so eine halbmenschliche lebende Pflanze, frag mich nicht. Und die hat geschrien in einer Tour, wie blöde, und hörte nicht mehr auf. Und ich kam leider auch nicht weg von diesem Fernseher, ich musste mir das anhören. Und da war mir klar, das dauerte 3 Minuten, aber für mich war es die Ewigkeit, das war die Hölle, ich hab's gehasst. Und seitdem, wann immer ich an Harry Potter denke, denke ich an diese scheiß schreiende Pflanze, die einfach nicht die Fresse halten will. Warum schreit die denn überhaupt? Ich verstehe es nicht. Was will die? Und wenn die hier auch vorkommt, mache ich sofort aus. Ron can send Scabbers into pipes as hoffs. Ja. Ah, okay. Nehme ich mal Ron. Das ist mir schon klar, dass das Ron ist. Okay, jetzt. Was geht ab? Geil! Ast rein, ey. Jetzt kriege ich hier mit so einer kleinen Ratte rum. Ha, das ist lustig. Wow, wow. What the fuck? Das haben die da einfach so hinter den Türen? Ich weiß nicht, ob das die beste Schule für mein Kind ist. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, es wurde leider von einem 8 Meter großen Ork gefressen. Da kann ich nichts mehr machen. Gehen wir mal zurück. Also die sich bewegenden Treppen, geil, ich will mit der Ratte spielen. Hui, die sind schon cool. Auch geil, dass ich selbst mit meiner hergezauberten Ratte hier alles einsammeln kann. Kann ich vielleicht auch als Ratte dann durchspielen? Hier, wie heißt sie nochmal? Hermine. Hermine. Komm mal her. Ach egal. Man muss ja auch nicht alles einsammeln. Ich folge auf jeden Fall dem Geist hier. Gibt's da nicht auch so einen halbgeköpften oder so? So einen halbkopflosen? Na gut, folgen wir ihm einfach mal. Muss ja auch langsam mal vorangehen hier. Muss ja auch was gehen. Komm schon. So, jetzt aber. Oh! Ah, meine erste Lektion. Gib das her. Ja klar, da kann ich nicht hochspringen oder was? Ich bin schon drauf! Ach, egal. Okay, die erste Unterrichtsstunde beginnt. Jetzt! Geiler Schnauzball! Schöner Pornobalken, ast rein, bei dem Lehrer wäre ich auch gern. Ha.
Diese verdammte Pflanze, ich komme da nicht drüber hinweg, ey. Wie sie angefangen hat zu schreien. Ah, Wingardium Leviosa, das kennen wir doch. Cool. So einfach ist Zaubern lernen. Hui. Komm, gleich nochmal. Also ich glaube hier zu viel Geld zu kommen ist relativ einfach. Hier gibt ja wirklich alles Geld. Oh, wenn es im echten Leben immer so wäre. Ja, weiß ich doch jetzt. Also so viel wie sie aufräumen durch ihre Magie, machen sie aber auch kaputt. Ach krass, guck mal hier. Oh, das ist ja geil. Oh nee, ich wollte ihn gar nicht absetzen. So, ob ich hier denn wohl schon hochkomme? Natürlich! Woohoo! Jahrelange Tetris-Erfahrung. Alter, was hat er denn da am Kopf? Ein Facehugger! Zack! Ah! Weg damit! Na gut, also das sind so die typischen Standard-Zauberaktionen, die bringen dann so ein bisschen Kohle, so wie hier. Und wirklich wichtig wird, Achtung, das hier, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ah, krass. Ah, okay. Ich baue jetzt so einen Homunculus zusammen. Ah, ich wollte schon immer Nekromant werden. Ast rein und hier noch die Lanze. Nein, ich verstehe nicht, was ich hier tue. Das habt ihr ganz richtig erkannt. Ah, schnell, 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 alles einsammeln. Ich zauber mir hier einen Wolf. Aber irgendwie passiert auch nichts. Krass, 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 was geht? Ja, da hängt er nun. Irgendwen habe ich aus seiner Misere befreit. Wer ist das? Wingardium. Wie unlocked. Achso, jetzt habe ich es zur freien Verfügung. Geil. Yes. Schon der zweite Goldbrick von nur 200. Das sollte machbar sein. Noch heute Abend. So, ich habe keine. Warum spiele ich eigentlich die ganze Zeit mit diesem. Wie heißt er nochmal? Ron. Heißt er wirklich so? Ich glaube schon, ne? Oder? Geil. Was ist das denn? Wirklich, also egal was man tut, irgendwas passiert dann hier immer. Irgendwas bewegt sich, irgendwas explodiert, irgendwas gibt einem Geld. Es passiert schon relativ viel hier. Was ist denn hier so kaputt? Können wir noch nichts machen. So. Class dismissed. Wir haben Vinyasa gelernt. Ah, okay. Und jetzt komme ich an diesen Apfel oder was auch immer es sei. Ach Gott, das war eine Mini-Mission. Hol den roten Flummi vom Regal runter. Also wenn das die Aufgaben sind, vor denen die Studenten von Hogwarts scheitern, dann sage ich aber gute Nacht, Johanna. Dann wird das aber nichts. Ah ja, das ist auch cool hier. Zack. Flupp. Flim, flam, flunkel, Licht ins Dunkel. Okay, jetzt führt mich der Geist wieder ganz woanders hin. Lass mich raten, zur zweiten Unterrichtsstunde. Hui. Was passiert da? Was, nein, was habe ich? Ah, Hilfe.
Beweg dich doch. Oh, geil. Okay, ich muss ihn also irgendwie... Ja, alles mal rüber hier. Komm. Zack. Oh. Ja, was ist denn da los? Okay. Ey, geil. Das ist cool. Das mache ich jetzt die nächsten 2 Stunden, okay? So, ich muss doch hier irgendwie, ich muss doch diese Schrankwand vom Kippeln abhalten. Weil dieses schwebende blaue Vieh das nicht länger halten kann. Ach, vielleicht sammle ich lieber noch mal ein paar Sachen ein. Oh, hier, da tut sich was. Ach, weg da. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon Spaß macht, hier alles zu erkunden, wenn man alle Zaubersprüche freigeschaltet hat und alle Fähigkeiten hat und alle Teammitglieder hat. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen lustig ist, hier mal so rumzuhüpfen. Was ist das? Hähnchenteile? Ach, es ist ein riesiger Kinderspielplatz der Fantasie. Gehen wir halt mal da lang. Diese blinkenden Metallschlösser kann ich offenbar noch nicht aufmachen. Was geht hier? Boah, Schulhof. Hier kommt es bestimmt zur Prügelei. Oh, oh. Was ist das? So eine mechanische Eule? Wie bei Kampf der Titan oder was? Wer lacht denn da so dreckig? Was ist da jetzt passiert? Was ist im Schrank geschehen? Ich verstehe aber was nicht. Hilfe! Ach, Harry. Boah, Alter. Ey, Leute. Beef oder was? Hallo? Komm mal her. Komm mal her. Das lassen wir aber schön. So. Alles gut? Mhm. So, muss ich mal richtig nachschreien, Junge. Cool. Oh, da freut er sich. Einen neuen besten Freund gewonnen. Das ist schön. Hier, ach, ich will wieder Harry sein. Das war cool. Hallo. Okay, ich glaube, der Geist möchte mir auf seine ihm ganz eigene, subtile Art klar machen, dass ich hier falsch bin. Indem er wortlos und auch ein bisschen beleidigt einfach davon schwebt. Kümmert mich nicht. Ja, na gut, gehen wir wieder zurück. Ja, ja. Wie aber auch echt sicher geht, dass man auch ja nicht schon mal jetzt ein paar Sachen erforscht. Dieser eifersüchtige Geist. Hallo, hallo. Ah, hier, Geschlechts- und Verkehr. Die beiden lustigen Bumszwillinge. Da mussten sie selbst schmunzeln. Geil mit den Gemälden. Alter, cool. Also, für Kenner der Bücher und der Filme ist das hier alles wahrscheinlich absoluter Schnee von gestern, aber für mich ist das alles neu. Ich verstehe das alles nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß auch nicht ganz genau, wer, warum, wie, wo. Aber wird schon stimmen. Okay, das war gemein. Ja, was ist denn jetzt hier? Okay, mein erster Gedanke war, dass quasi unter dem Schränkchen zu ver... Schränkchen ist gut. Und dieser Schrankwand zu verkeilen und als fehlendes Bein zu benutzen, das scheint aber nicht zu klappen. Und ehrlich gesagt, möchte ich auch viel lieber die Truhe hier aufmachen. Hallo? Na? Wohin denn so schnell? Hallo?
zickige Pude. So, jetzt aber hier genug gealbert. Oh, jetzt. Oh, nimm's doch. Okay. Was ist hier los? Ja, nein, oh nein, jetzt geht der. Oh, es verschwindet der untere. Oh, das ist blöd. Ich dachte, ich könnte jetzt so einen schönen Stapel aufbauen. Okay, Beeilung. Okay, die verschwinden wirklich sehr, sehr schnell. Das ist auch total falsch, was ich hier mache. Oh, wie geht's denn hier weiter nur? Geh mal weg da. Nimm doch das Ding. Verschwindet von alleine, okay. Ach, da steht's ja. Och, Leute, das ist aber auch... Augen auf im Spieleverkehr. Ja, das ist auch schon mal gar nicht richtig hier. Weg da. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mein Gott, das muss man aber auch... Ich bin völlig abgelenkt von dem Typen da drüben. Ah, alles klar. Ich muss natürlich die Figur, die hier auf dem Schaubild links eingezeichnet ist, die muss ich jetzt nachbauen. Oh, egal. Ja, ich will das da. Oh, visier es doch an. Ah, auch schön. So, jetzt aber. Danke. Ey, ohne Scheiße, ich dachte die ganze Zeit, ich muss dem Typen da rechts helfen, der versucht, diese Schrankwand vom Umfallen zu bewahren. Aber nö, ich muss da nur dieses Ding aufbauen. So, durch bitte. Das war jetzt blöd. Ich habe mich verarscht gefühlt. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, langsam in die interessanteren Bereiche. Was ist das hier? Astrologie, Physik und Tierversuche. Oh, hier gibt's ja echt. Siehst du, ich habe doch gesagt, Optimus Prime. Da ist er schon. Oder so ähnlich. Ja, 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 ja. Und alles explodiert. What the fuck? Boah, das ist eine Wettermaschine. Ich kann mein eigenes Wetter machen. Ast rein, gerade hier in Hamburg. Nicht zu verachten. Mal so ein bisschen Sommer herzaubern, das wär's doch. Boah, hier, den Hund. Ich sag doch, Tierversuche. Hier, ich will den Hund umherschleudern. Die Katze. Na gut. Ah, okay, okay, okay. Ich hab gelernt, ich hab gelernt. Achtung. Wo kriechen? Was ist das? Geil. Zack. Alles klar, jetzt brauchen wir nur noch einen Kopf. Jemand einen goldenen Kopf gesehen? Ein Kopf. Ja, hallo? Das kann ich aber auch. Mhm. Schön. Ich habe ihn doch fast schon fertig hier. Ach, da oben ist er ja. Oh, wie kriege ich da nochmal meine Ratten? Geil, hier, alles klar. Zick, zack. Und B. Ja, mach doch. Na also. Bisschen träge manchmal. Hört ihr auch das Handy? Ihr muss gerade einen Anruf entgegennehmen. Okay, cool. Ich kann den das Bücherregal aktivieren. Damit doch irgendwas passiert, was mich absolut verwirrt. Stern. Stern? Ach so. Ach so, das ist wie Sensor oder was? Okay. Ding, ding, bam, paff! Ass rein, ey. Boah. Also, sie haben in der Tat gut hingekriegt, das muss man mal zugeben. Man hat permanent das Gefühl, für jeden Scheiß belohnt zu werden. Also, egal was man macht, irgendwas bringt es einem immer. Was haben wir hier? Ein Fernseher? Nein, leider nicht. Ach, unwichtig, wir folgen dem Geist. Nicht, dass er noch sauer wird. Was ist denn hier? Komm, wir bauen mal was Cooles. Was wird das? Was wird das? Was wird das? Ach so.
Hätte ich so oder so machen müssen. Diese Pflanze, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie die heißt. Und vor allem, ich will es wirklich wissen, warum die ganze Zeit so schreit. Ist das so eine Alarmanlagenpflanze? Falls man die rauszieht, fällt die mehr auf zu schreien und jeder weiß, oh, da hat jemand eine Pflanze rausgezogen. Alter, machst du meine Ische an, oder was? Was? Ein schwuler Inder mit einem pinken Turban greift mit einer Fleischkeule die Kantine an? Oder was sollte mir die Kantine sagen? Alter, jetzt gibt's krasse Action, ey. Jetzt erwarte ich mal einen richtig dicken Bossfight. Bayonetta ist ein Scheiß dagegen. Wow, oh, oh. Ach du liebes Lieschen. Ja, alles klar. I got it. Ja, ich drück schon B. Also manchmal ist die Pad-Bedienung ist wirklich so ein bisschen schwerfällig manchmal, möchte ich sagen. Was war das gerade? Ach, nur ein paar Minus. Hui. Und mit einer irrwitzigen Geschwindigkeit. So, jetzt aber. Cool. Weiter geht's. Oh, muss ich das nochmal machen? Was ist das denn für ein Otto? Ah, cool. Ich kann diese. Sind das wirklich so Hühnerkeulen oder was? Kann ich einsammeln und kriege dafür ein weiteres Teil dieses Emblems. Ah, okay, da gibt es in jedem Level offenbar vier Teile davon. Okay, da bewegt sich was, da ruckelt's und zuckelt's. Das heißt, da geht auch irgendwas. Ja, nu. Ah, danke. Wirklich, überall tut sich immer irgendwas. Geil. Zack. Zarab. Ja, beinahe. Vielleicht geht's auch so. Ja, geht auch so. Na ja, komm. Gott, man weiß nicht. Freund, Feind. Todesgefahr oder Rettung in höchster Not. Kriegen jetzt gar alles. Ah, cool. Boah, jetzt wird diese Fischfrauen-Lego-Statue lebendig und haut den großen Stein mal weg. Auf eine gewisse Art ist das wirklich mindestens so bizarr wie Bayonetta. Passiert das wirklich alles so in Harry Potter? Ich dachte, ich habe schon viel kranken Scheiß gesehen, aber das hier. Hey! Boah, Schwerter. Ey, warum nehme ich nicht so ein Schwert und haust den Typen einfach in seinen Arm? Okay, da blinkt doch was. Dieses riesige Drehrad. Hallo? Hä? What? Wie, was? Okay, dann werde ich mit Gordon oder wie der heißt, wohl auch nicht durchkommen. Heißt das, ich brauche einen Zauberhut oder ich muss noch einen Typen finden, der... Hier, du hast einen, komm mit. Kann man dich irgendwie mieten? Nein, die Ratte will ich nicht. Wo kriege ich denn jetzt so einen... Na, das ist doch Blödsinn. Da ist doch ein Gemälde mit Leuten, die genauso aussehen wie verlangt. Und ihm brennt der Arsch. Jetzt mal ernsthaft, erzählt mir nichts. Das ist hier doch ganz kranker Scheiß. Warum brennt denn diesem Goldritter da oben der Arsch?
Ey, meine Kinder lesen nicht Harry Potter. Das weiß ich aber. Das ist ja ethisch desorientierend hier. Jetzt schießt er noch nicht mal in die richtige Richtung. Ach, es ist doch. Hier, das sieht mir doch. Das sieht mir doch sehr verdächtig aus. Hier muss irgendwas. Ah. Hier muss irgendwas passieren. Da oben auch nochmal. Licht an. Blip. Ja, das hatten wir schon. Die Fechtenrunde. Oh. Ja, wahrscheinlich das einfachste Rätsel der Welt. Ich check's gerade überhaupt nicht. Ja, den würde ich gerne mitnehmen. Ist das denn. Ist das irgendwie möglich? Was hätte. Hallo? Was hätte ich für diesen Zauberer zu investieren? Ja, gib mir, was immer du hast, gib mir deinen Hut. Wenn du schon nicht selbst mitkommst. Was? Ich höre eine Uhr ticken, was passiert? Oh Gott. Was ist denn, was ist geschehen? Oh, irgendein Countdown läuft ab. Oh, ich hab's gerade gar nicht gerafft. Machen wir nochmal, komm, paff. Hallo. Was trifft? Wieso habe ich denn jetzt... Wieso habe ich jetzt einen Zopf? Hat er mich verwandelt? Alter, ohne Scheiße, ich raff es nicht. Das ist mir zu hoch. Das ist doch Teufelswerk. Wie lange geht denn dieses verdammte Spiel noch? Oh Gott. Noch 10 Minuten, ey. Ah. Währenddessen freundet sie sich mit diesem Ogre an. Und kriegt sofort die grausame Quittung dafür. Von der Monsterkeule zermatscht. Auch ein guter Heiger. That's what she said. Ja, endlich gibt's noch einen richtigen Kampf, ey. Bei dem werde ich jetzt so ablosen. Ich weiß es doch jetzt schon. Das wird keine Sternstunde. Okay, erstmal seine Taktik rausfinden. Oder ihm. Oder ihm direkt erstmal einen auf den Pelz brennen. Nimm das. Wow. Alter. Jetzt. Okay, je mehr er kaputt macht, desto mehr kann ich einsammeln. Was das hier gut ist? Oh nein. Okay. Alles klar. Ich muss also. Entschuldigung, ich muss kurz aufstehen. Ich muss also die Gesteinsbrocken, die da runterkrachen, nehmen und die dann zu einem Wurfgeschoss zusammensetzen und sie ihm volle Möhre gegen den Latz knallen. Das kriegen wir hin. Vielleicht auch nicht. Erstmal rankommen. Ja, ist ja gut. Juhu. Ja, wir haben es ja begriffen. Oh, ich würde gerne mal wieder was nehmen hier. Oh. Das sieht mir aber auch nichts ab. Das ist nur so eine Attacke, die mich ein bisschen zurückwirft, aber mir keinen wirklichen Schaden zufügt. Deswegen ist das alles halb so wüst. Ich würde gerne mal diese Räder hier drehen. Einfach nur, um zu sehen, was passiert. Tüt. Nö, ich fick erstmal eine Runde. Kein Grund zur Panik. Das ist nur ein 4 Meter großer Ogre mit einer Steinkeule. Oh, krass. Oh, Mann. Also. Ja. Ach, krass. Ach, mach ja einfach alles kaputt. Das ist auch gut. Macht eigentlich fast sogar noch mehr Spaß. Okay, komm, jetzt wirf mich an und ich schleudere das hier direkt zurück in die Fresse. Du sollst mir was entgegenwerfen. Komm schon. Yeah. Bam, Alter. So wird's gemacht. Harry Potter 1, dicker, großer, hässlicher Blob 0. Oh, hier. Hau ihn doch damit! Mach doch irgendwas! Na also. Ja,
Also ihr merkt schon, selbst wenn man sich extrem himmelschreiend dämlich anstellt wie ich, hat man zumindest noch keine wirklichen Probleme. Ah, hier, ihn kenne ich auch. Das ist Alan Rickman. Ich weiß nicht, wie er bei Harry Potter heißt, deswegen nenne ich ihn fortan nur noch Alan Rickman. Oh, hast du die ganze Action verpasst, ne? Stinkt jetzt hier alles nach Kaka? Und schon riecht alles wieder gut. Ach, wenn es mal so einfach wäre. Dann könnte man hier auch besser arbeiten. Ast rein. Ja, 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 alles eingesammelt, ich bin der Coolste. Hey! Und schon 4 von 5 von 200 Gold Bricks. 6! Ja, sicher, Continue Story. Ah, man hat natürlich auch die Möglichkeit, direkt nochmal in das gerade absolvierte Level zu springen, um da nochmal alles einzusammeln, was man vielleicht beim ersten Durchgang verpasst hat. Aber das wollen wir nicht machen. Unsere Zeit neigt sich eh dem Ende, Gott sei Dank. Sagte ich Gott sei Dank, ich meine leider. Und deswegen schreiten wir jetzt mit Riesenschritten in der Story voran. Cool. Ah. Boah, mit welch nervtötender Langsamkeit ich dem Geist hier folgen muss. Ach ey, leck mich am Arsch hier. Nein! Ich glaube, ich weiß, wie der Geist zu einem Geist geworden ist. Der war bestimmt ungeduldig. Vor allem, ich wollte da runterspringen und natürlich geht er auch einfach von alleine dahin. Das hätte ich mir auch sparen können. Da passiert was. Achtung, Achtung! Oh, ich krieg Gold. Ja, es passiert immer irgendwas, aber das ist irgendwie manchmal so banal und beliebig. Dann gibt's hier mal Gold und da mal Gold. Und jetzt hatte ich zum Beispiel mit einem richtigen Knaller gerechnet. Nö. Naja, also man muss ja festhalten, dass dieses Spiel nicht unbedingt jetzt für mich ist. Ich bin vielleicht nicht die Kernzielgruppe, aber ich finde trotzdem, das geht irgendwie so ein bisschen, das könnte ein bisschen Zug vertragen, das Spiel. Das fängt alles hier ein bisschen zäh an gerade. Hä? Hm? Hä? Oh, geiler Disco-Zauber. Schade, hätte ich jetzt cool gefunden. Gegner zum Tanzen bringen, wie in Moonwalker, dem alten Michael Jackson-Spiel. Könnte man auch mal ausgraben, für mich gerade. Ey, ich will jetzt wirklich keine Sprüche. Ich will Feuerbälle, ich will Meteoritenschauer, ich will Vereisungsspruch. Okay. Okay, das ist meine magische Taschenlampe quasi. Weg da. Lass doch los. Wenn das mal nicht irgendwo hin muss, möglicherweise hier hin. Oh, jetzt muss ich hier alle 5 Ecken zusammenbauen, oder was? Oh. Nee. Hier oben war ich auch schon mal. Hä? Ja, sich aber doch anstrengend. Wie, wachsen da Pilze aus der Wand? Ist wirklich verstörend. Machen wir ein bisschen. Oh, hier, ich drücke die ganze Zeit B, bis er mal reagiert. Also, ich finde wirklich seltsam, die Steuerung ist total träge manchmal. Das verwirrt mich. Ah, okay, jetzt muss ich mit verschiedenen Objekten hier irgendwo interagieren, um diese 5 Goldecken zu finden, die ich dann auf die 5 grünen Ecken setze, damit dann irgendwas passiert und ich vermutlich den Spruch, den ich jetzt benutze, freigeschaltet habe. Könnt ihr mir folgen? Okay. Uhuhu, schauen wir doch mal. Was kann man denn hier tun? Hier. Hier, so ein Ding will ich. Weg da.
Ja. Absetzen bitte, danke. Okay, fehlen nur noch zwei. Licht. Kann ich hier rüberspringen? Nee. Und nochmal. Halt. Ja, wie? Die kommt da nicht hoch, oder was? Das kann nur einer. Jumpman Harry. So, danke. Oh, und nur noch eine Ecke. Alter, wenn ich jetzt nicht den fucking nochmal geilsten Effekt ever sehe und den besten Spruch, den man hier auf dieser Schule erlernen kann, kriege, bin ich einigermaßen enttäuscht. Licht an. Ecke mitnehmen. Runtergehüpft. Und Stern gebaut. So, ich bin schon ganz aufgeregt. Was mag jetzt geschehen? Lumos unlocked. Und noch ein Goldbrick, cool. Ja, mach doch. Ah! Lumos unlocked. Das heißt, ich sehe da auch schon dunkle Level, bei denen ich nichts erkennen kann. Und mein Spruch da einsetzen muss, weil ich sonst volle Kanne irgendwo gegen renne. Schön aufräumen. Völlig absurd, jetzt verschwende ich hier meine Zeit damit aufzuräumen, wo ich im echten Leben absolut jede Anstrengung unternehme, um genau das zu vermeiden. Bloß nicht irgendwo irgendwas aufräumen. Deswegen sieht sie auch so aus. Scheiße, jetzt habe ich den Geist verloren. Boah, sehr gut, ey. Schwebt mit 2 km/h hier durchs Gelände und ich verliere ihn trotzdem. Ja, Rennspiele sind genau mein Ding. Ach, probier das mal da. Nee, das ist falsch. Okay. Wo ist er denn hin? Da ist er doch. Hey, Kumpel. Kumpelgeist. Ey, da kam er doch her. Oh Mann, entscheide ich mal, ey. Ah, hier vorbei. Und wir haben gerade einen neuen Trick gelernt. Tada! Ast rein. Hier, was geht? Oh, oh Gott, diese Eieruhr, ey. Ja, liebe Freunde, ich guck mal, wie viel habe ich noch auf dem Band? Hm, nicht mehr lange, deswegen machen wir es kurz. Ja, das war Lego Harry Potter. Ich bin nicht begeistert, wenig überraschend. Also ihr habt es ja mitgekriegt, ich bin auch nicht so der größte Harry Potter Fan. Finde ich allerdings jetzt gar nicht so schlimm, das Spiel kann mir ja trotzdem Spaß machen. Aber ja, ich glaube, das muss man ein bisschen länger zocken, um wirklich beurteilen zu können, wie es ist. Also der Anfang, ihr habt es ja gesehen, der ist so ein bisschen träge und ein bisschen zäh. Und ich habe mich auch blöd angestellt, zugegeben. Aber irgendwie, mir fehlt da wirklich so ein bisschen der Biss und der Zug. Aber es ist ja mehr als nur diese eine Stunde im fertigen Spiel. Das sind ja die ersten 4 Jahre. Zumindest steht das hier so auf der Packung. Years 1-4. Das heißt, die Geschehnisse der ersten 4 Kinofilme sind alle in einem Spiel zusammengefasst. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass da schon noch eine Menge passiert und wir nur einen kleinen Bruchteil gesehen haben. Meine Liebe zu Harry Potter ist auf jeden Fall nicht geweckt worden. Entschuldigung. Ich werde mir auch den nächsten Film nicht angucken. Aber ich sag mal, für Fans des Genres, für Harry Potter-Freunde, für vielleicht auch ein bisschen jüngere Spieler, ist es möglicherweise durchaus was man sich mal auf den Zahn legen kann. Von daher möchte ich da jetzt gar nicht zu sehr drüber lästern. Mein Ding ist es nicht so wirklich, aber ist auch völlig in Ordnung. Das soll aber nicht heißen, dass ihr daran keinen Spaß haben könnt. Deswegen guckt es euch mal an, vielleicht ist es genau euer Ding. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr es euch schon geholt habt, ob ihr es euch holen werdet, ob ihr keinen Bock drauf habt. So wie ich. Und ey, schreibt mir bitte, was das für eine Scheiße mit dieser brüllenden, schreienden Pflanze war. Ich will es wirklich wissen. Was sollte das? Ich will es nur verstehen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ich zaubere den Schuss in den Feierabend. Adieu.